Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Craven's Manor. Mein Name ist Max, ihr seid hier bei Little Cookie Gamer. Manor. Gamer. Reimt sich voll. Ja, ich habe mir gedacht, ich kann ja mal ein kleines Gruselspiel spielen und wenn ich das schon mache, dann auch mit Facecam. Es wird vielleicht so eins der einzigen Gruselspiele sein, die ihr von mir sehen werdet. Ich hasse Gruselspiele. Abgrundtief. Abgrundtief. So, aber ich glaube, ich beginne jetzt einfach mal. Normal. Ein einfacher Spielmodus. Du erkundest das Anwesen mit einer gewöhnlichen Taschenlampe. Ich hasse Taschenlampen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sitze ich in großen Spielen das Einzige, was dich ein bisschen sehen lässt. Albtraum. Ein anspruchsvoller Spielmodus. Da ist nämlich schon mal nicht... Du erkundest das Anwesen mit einer mechanisch angetriebenen Taschenlampe und dem Schrecken im Inneren. Die Schrecken im Inneren sind tödlicher. Finde ich nicht geil. Finde ich echt nicht geil. So, ich spiele es einfach normal. Normal ist cool. Normal ist normal und deswegen alles cool. Wir spielen übrigens die Demo-Version. Der richtige Spielmodus kommt, glaube ich, jetzt bald auf Steam raus. Und dann kann ich ja die Vollversion auch nochmal zocken, wenn ich jetzt nicht von diesem Ding hier schon voll angeekelt bin, ja. Machen wir. Versprochen. Wenn du feststeckst, drücke J, um dein Journal zu öffnen und dein aktuelles Ziel einzusehen. Finde ich gut. Wisst ihr, man steht da schon so. Da frage ich mich so, warum geht man da rein? Gott sei Dank ist Tag, ja. Mann. In der Nacht würde ich jetzt hier einen totalen Kollaps kriegen, ja. So. Eingangstür. Eine massive Tür, die aus dem Augenwesen herauszuführen scheint. Okay, alles cool. Ich komme nicht wieder raus. Da oben steht schon einer. Der erinnert mich voll an den Slenderman. So, ich halte mich ein bisschen am Rand. Ist doch alles cool. So, diese dunkle Ecke gefällt mir. Nein, okay. Ich habe mich ja darauf eingelassen, ne? Geh jetzt auf! Dreh doch die scheiß Tür ein! Nein, okay. Okay, ich erkunde erstmal andere Sachen. Alles cool. Wir gehen hier rüber. Wenn diese Musik schon anfängt, das ist doch immer göttlich. So, da sieht's aus wie ein Angelpunkt für einen fehlenden Hebel. Können wir das Ding nicht als Hebel benutzen oder so? Gesperrter Mechanismus. In der Ecke des Feldes befindet sich ein verziertes Schlüsselloch. Ich habe mal gerade mein Mikrofon ein bisschen näher rangezogen, ne? Gibt's hier irgendwas? Können wir das anklicken oder so? Nein. Ich will nicht zu dem Typen da oben. Bücher. Vasen. Das Ganze ist... Ich weiß nicht, ob das eben auch in den Tipps drin stand. Auf jeden Fall ist das ein... Studentenprojekt. Also von Studenten entwickelt und ich hasse sie auf jeden Fall. Die Öffnung sieht aus, als könne man ein rundes Objekt darin unterbringen. Oh, geil. Nein, okay. Antike Bücher. ja. Elemente, Alchemie. Das hört sich nicht geil an. Zumindest nicht für mich. Das sind genau die Themen, die ich hasse. So, was haben wir denn hier? Ein Token. Ein schweres Bronzeornament, in das die Buchstaben KM eingraviert sind. Ich denke mal, das steht für Craven Manor. Nein, Kevin Müller. Notizen von William Craven. Ich habe keine Lust, das jetzt alles vorzulesen. Oh, ein Buch. Okay, lass ich wieder fallen. Ach, rechte Maustaste. Ja. Lol, ich kann die Sachen einfach so nehmen und wegwerfen. Okay, ich nehme jetzt diese Vase mit. So, ich habe jetzt was, um mich zu verteidigen. Alles cool. So, du kriegst das jetzt erstmal. Okay, hat nichts gebracht. Weglaufen. Hat nichts gebracht. Alles cool. So. Muss ich da rein? Schließen wir die Türe. So.
Hier sind ja noch mehr Globusse. Das ist ein Globus, zwei Globus. Ich kann nicht springen. Verdammt. Ich hoffe mal jetzt einfach nicht, dass hier schon was passiert. Wenn doch, dann Rage quitte ich. Und dieses Video wird nie veröffentlicht. Jetzt habe ich euch ja theoretisch schon verraten, ob was passiert oder nicht. Aber egal. Vielleicht Rage quitte ich auch gar nicht, ja. Wieso müssen alle Lichter in Horrorspielen eigentlich flackern? Was ist das denn für ein Scheiß? Ja. Guck ich mir jetzt nicht an. So. Was zum Teufel? Da hat doch gerade was geklickt. Oder runtergefallen. Die Wärme reicht nicht aus, um diesen kalten Raum hinein. Wer tröstlich, angeblich, bla, Haus verlassen, jedoch irgendwas Feuer, bla. Okay, irgendwas hat dieses Feuer angemacht. Ich will dieses Token angucken, das kann ich nicht, okay. Aber hier liegt ein Brief. Nein, ein Zeitungsausschnitt. Ein Zeitungsartikel, der von dem Verschwinden der jugendlichen Majori Hedgepeth berichtet. Was ein Scheißname? Hedgepeth heißt es, glaube ich, ne? Nicht Hedgepeth. Ja. Heißt ja auch Hedge. Wie heißt es? Hedgehog, ne? Hedgejog. Hedgegott. Oder so. Oh, J. Drücken wir J. Ich habe das Modell eines Weinkellers gefunden. Es passt zu dem Modell, was ich in der Eingangshalle gesehen habe. Was für ein Modell habe ich denn in der Halle gesehen? Ich komme nicht weiter. Dieses Modell versperrt mir den Weg. Wo sieht das denn bitte aus wie ein Weinkeller? Ich erkenne da jetzt nicht unbedingt einen Weinkeller. Aber cool, alles cool. So, die Türe öffnen wir. Ich bald hier im Auge, ja. Erste Schrecken. Wetten, er kommt jetzt hier runter oder so? F um die Taschenlampe. Nö, nö, nö. So. Ach, da war ein Modell? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ziehe den Raum, um ihn zu bewegen. Drehe den Raum, während du ihn ziehst. Ach so, das ist ja nice. Jetzt ist ja wahrscheinlich ein weiterer Raum aufgegangen. Okay. Ne, den lasse ich da jetzt erstmal liegen. Nein, beenden so. F kann ich meine Taschenlampe anmachen? Habe ich eine bestimmte Batterie oder nicht? So, Modell. Journal. What the fuck? Als ich das Raummodell an den Modelltisch trug, flog es mir aus den Händen und positionierte sich selbst darauf, ganz so, als würde es dorthin gehören. Damm, hörte ich Steine gegeneinander schlagen. Wenn ich mich recht entsinne, befand sich dort vorher das Modell einer Bibliothek. Jetzt fehlt es. Okay. Heißt das, ich kann jetzt, wenn ich diese Modelle finde, dieses Haus nach Belieben verändern? Da lag was. Ich habe eine Taschenlampe. Und ich werde sie benutzen. Das erinnert mich an die erste Slender-Zeit. So, ich nehme jetzt diesen Schlüssel mit. Oh lol, der Oscar ist verschwunden, habe ich das schon... Falls ich das schon bemerkt habe, habe ich es vergessen. So, ich gehe jetzt mit diesem Schlüssel dahin, ja? Ich mache das jetzt. Hallo, ich habe doch... Okay, es geht nicht. Ich habe alles versucht. Aber hier hinten war doch so ein Schloss, das können wir doch aufschließen. Okay. Dem Getriebe scheint ein wichtiges Stück zu fehlen. Dieser Ding wird kein leichter sein. Dieser Ding ist steinig und schwer. Nicht mit vielen werdet ihr einig sein. Okay. Cool. Weinkeller. Kakerlaken. Habe ich kein Ding mit. Habe ich echt
Lalala, nein, okay. Ich bin jetzt mutig. Ich schaff das. So, erstmal lesen. Eine Erinnerung an alle Craven Metallwerkarbeiter. Diebe und Faulenzer werden von Lord Craven bestraft und erhalten keinen Lohn während dieser Zeit. Warum auch immer das im Weinkeller steht. Von nahem betrachtet scheint etwas dutzende kleine Kratzer auf das Bild gemacht zu haben. Warum lese ich mir die Dinger noch durch? Das macht's doch nur noch schlimmer. Oh, mein Herz rast, ne? What the fuck? 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 What? Kann ich mit Kakerlake? Oh, geil, ich kann die einsammeln. Nice. Okay, ich gehe erstmal in die andere Richtung. Alles cool. In diesen Spesenabrechnungen finden sich Hinweise auf Geheimgänge und verschiebende Wände. So. Ich glaube, ich sterb. Das hier was geht bei mir heute? Blaupause. So. Die Pläne der Blaupause sind William Craven zugeordnet. Die Architektur spiegelt sowohl... Warum? Achso, ich drück A und wunder mich, warum ich zur Seite gehe und krieg hier voll die Panikattacke, ja. Die Architektur spiegelt sowohl penibel genaue Details auch aus, als auch einige äußerst merkwürdige Bauelemente wieder. Ich will da jetzt... Das heißt, ich muss da weitergehen... Da, wo mich dieses Viech, was auch immer, angeschrien hat. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum gehe ich denn weiter? Also, theoretisch, ich würde ja wieder abhauen. Warum gehe ich überhaupt erst in dieses Haus rein? Okay, hier sind Spinnen dazu. Ich kann wieder abhauen. Hier geht's scheiße, da geht's weiter. Oh Gott. Na, alles cool, Kumpel? Was? Get out. Cool, mach ich. Kein Problem, kein Ding. Mach ich echt. Wo kann ich denn hier ausketten? Was zum Teufel? Worum? Wie? Ha! Ich? Nein! Nein! Rot, schwarz, gelb, grün! Da ist eine Lampe. Lampe, 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 Schalter, 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 Hebel! Hebel drücken! Hebel drücken! Was? Hölle! Kinder! Schmerz! Ich... Was? Keine Ahnung, ich laber einfach irgendwas. Ja. Oh, da ist eine Tür aufgegangen. Zimmer. J, okay, cool, J, alles cool. Ich sah etwas in den Schatten lauern, es versteckt sich vor dem Licht. Ich bin mir nicht sicher, was es war, aber ich hoffe, ich sehe es nicht wieder. Oh. Ich bin auf ein weiteres Raummodell gestoßen, es scheint ein Schlafzimmer zu sein. Schlafzimmer sind immer gefährlich. Hoffentlich killt mich jetzt... Hä? Aber hier war doch dieser... Die Blaupause. Kein Ding. Ich glaube, ich krepiere hier noch, ja. Ist es eigentlich so, dass man... auf jeden Fall krepiert? Oder kann ich auch irgendwie gewinnen? Kann ich das jetzt irgendwie hier andocken? Oder muss ich da... Oh, nee. Das heißt, ich muss wieder in den gleichen... Oh, das gehört daran. Okay. Nö. Nö. Das bleibt jetzt weg. Den fand ich zu gruselig, den Raum. Ja, jetzt muss ich auch noch hochgehen.
Habe ich sonst irgendwas? Habe ich so ein Zahnrad gefunden? Irgendwie? Das. Nee, noch nicht. Weil ich hatte hier bei J, die ist ja dieses Zahnrad zu sehen. Hab ich. Oh Mann, ich drücke mal Escape. So. Ich glaube, ich will diese Vollversion gar nicht spielen. Oh, die Vase. Tja, die ist liegen geblieben, wa? Warum bleibe ich nicht in dieser Eingangshalle? Ich meine, in Horror-Filmen ist es doch immer so. Die machen, gehen immer. Ich habe ihn gesehen. Ja. Nein, okay, ist alles cool. Na, Bro. Ach komm. Was ein Arschloch. Ich gehe jetzt da rein. Okay, die ist abgeschlossen. Okay. Hey, Bro. Bro. Komm, wir vergessen das Ganze und heben ein. Okay? Das wäre doch nice. Die Drahtkugel fühlt sich fast so an, als ob sie schwach elektrisch geladen wäre. Wie episch. Was haben wir hier? Wieder ein Zeitungs... Oh, ein Zeitungs... Ein Artikel, der die sichtbare Abnahme heimatloser und Bedürftiger in Doubtful Pass, West Virginia beschreibt. Ein Polizeichef heimst die Lorbeeren für die Säuberung der Stadt ein. Ach komm, nö. Voll abgeschlossen. Fotograf. Ein Haufen dunkler, verschwommener Fotos von 6 nackten Männern und Frauen. Wie geil. Die mit Streifen roter Farbe geschmückt sind. Okay. Sie tanzen um eine Glaskugel herum. Der Schauplatz scheint das obere Stockwerk einer Bibliothek zu sein. Okay. Waren die vorher auch schon? What? Armee? Okay. What? What? Ach, das ist nur so eine kleine Figur umgekippt. Okay, ich dachte schon. Okay, dann gehen wir wieder raus. So schnell es geht. Was? Hä? Okay. Die Dunkelheit. Umhüllt mich. Nice. Ich glaube, die erste Folge könnte ja sowieso schon zu Ende sein. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. Ich glaube, ich bin einfach zu doof dazu. Ist das mein erster Speicherpunkt, ja? Okay, dann war es wirklich jetzt erstmal mit der ersten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge oder in der Vollversion wieder. Mal gucken. Vielleicht sollte das jetzt auch das Ende der Demo sein. Ich verstehe. Ich mach mich schlau. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Sprachfehler. Und bis dahin, macht's gut.